Willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM. Ich habe das letzte Mal offensichtlich einige Probleme beim Aufnehmen gehabt. Die letzte Folge hat keinen Ton dabei gehabt. Ich weiß nicht genau warum, aber so war es halt. Wie ihr vielleicht gesehen habt in dieser letzten Folge, wir haben ein relativ großes Alien-Raumschiff abgeschossen. Wahrscheinlich, also mit ziemlicher Sicherheit, dürfte dieses Alien-Raumschiff eine Art Terrorschiff sein. Wir haben doch relativ viele von diesen Disks. Da, mit dieser Person sehen wir auch diese Disk da. Das spricht normalerweise für so ein Terrorschiff. Naja, schießen wir gleich einmal drauf. Ach, super. Das ist das Ding von dort. Sehr gut. Gut, das ist eine Tür, da können wir dann hingehen. So, was machen wir mit dir? Du gehst da noch weiter vor. Mal schauen, ob da noch irgendwas lebt. Und hier geht es auch wieder weiter auseinander. Das letzte Mal haben die Aliens so Granaten relativ gerne und viele eingesetzt. Ich möchte nicht, dass ihr alle durch eine Granate sterbt, weil ihr nebeneinander steht. Na super, und noch ein Toter. Diesen Alien. Oh, schau an, Francisco. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Vorgehen ist ein bisschen besser. Ach, wieso ist sie gestorben? Das ist ärgerlich. Ach, wie. So, du gehst mal da rauf. Und schaust mal da dich um. Okay, da scheint es aus zu sein. Was? Hat sich die jetzt gerade selbst in die Luft gesprengt? Gar nichts. Dort
Karte sollte da aber was sein. Da waren noch zwei Aliens, verdammt, da ist ein Alien weggegangen. Da muss noch irgendwo ein lebender Alien rumhängen. Ja. Das ist alles tot. Das ist sehr ärgerlich. Ah, da steht ja noch einer. Den habe ich total vergessen. Wie kam das, dass ich den vergessen habe? Ach, hat sich die nicht mit sich selbst, sondern mit sich und mit dem Typen da in die Luft gejagt? Ach, geh bitte. Das ist sehr ärgerlich. Das Spiel ist schon ziemlich fies. Was heißt Anja Fantasma? Ah! Die hat gar nicht sich in die Luft gejagt, sondern diesen Typen, der dort gestanden ist. Na, immerhin hat sie keine Munition mehr. Ah! Nein! Idiot! Das wollte ich gar nicht. Du. Jetzt rein. Keine Idee. Schauen wir mal in diese Richtung. Hier in die Knie. Nächster. Wo könnten diese Alien hin sein? Komisch. Boah, wir haben nur noch 4 Leute. 10 Leute von mir sind schon gestorben. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist eine miese Runde, oder? Nein, wir haben noch 5 Leute. Okay. Letzte Rakete. Was soll's? Jetzt auch schon wurscht. Aha. Könntest du bitte nicht schießen? So, das ist brav. Ja, okay, ich gebe zu. Wo bist du hin? Schon da. Oh, Alien! Alien! Da ist er. Sehr gut. So, wir sind jetzt los, diese elenden Aliens. Nein, das Haupt-Alien ist noch da. Sata Ishii has panicked. Oh ja, genau, das ist der Beste, der paniken kann. Der steht da nämlich da im Weg. Ach Gott, das gibt's ja wohl nicht. Noch ein Alien. Wo kommen diese ganzen Aliens her? Gott sei Dank ist Min Seo Gyu offensichtlich ein guter Schütze geworden in letzter Zeit. Ach weh.
waren die alle nur bewusstlos. Und die sind dann wieder aufgestanden. Wir sollten mit ihr auf jeden Fall so bleiben, dass wir möglichst niemand anderen von uns sehen. Berserk ist besser als jetzt sind wir nur noch zu viert. Ah, jetzt sind wir zu viert. Na gut. Aliens come. Alien is alien. Ja, was mache ich da? Nicht nix da. Boah, 10 Leute verloren, das gibt's ja wohl nicht. 14 Aliens killed. Wäre schön, wenn wir einen lebend gefangen hätten. Dann hätte man vielleicht nicht mit tödlichen Waffen auf sie schießen sollen. Hm. Hey, wir haben Alien Entertainment gefunden. Auch nicht schlecht. Das war also offensichtlich irgendwie ein Schiff, wo man Aliens unterhalten musste. Interessant. 10 von sind von uns gestorben und 14 Aliens haben wir gekillt. Hm. Das ist ein schlechtes Verhältnis. Fast für jeden toten Alien haben wir auch einen toten Soldaten. Nicht ganz so schlimm, aber fast. Ach Gott, wir sind unfähig. Ist okay. Hey, Gurdy Lope ist Captain geworden und Gregoli ist Sergeant. Nachdem unser Captain gestorben ist hier. Wir haben 10 Leute verloren. Kann ich überhaupt 10 Leute einstellen jetzt? Die kosten ja so viel. Und der Gregoli ist noch dazu verwundet. Purchase Recruits. Aha, aber wir können vielleicht Sachen verkaufen. So, Soldaten kosten 40.000, also wir brauchen 400.000. Wir sollten zuerst was verkaufen. Vielleicht mal ein paar von den UFO-Navigations. Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir davon so viele brauchen. Und wir kriegen ja ständig neue. Hey, wir haben einen Cyberdisk Corps und wir haben Sektoid Corps. Das ist die Sektoid Corps, das können wir auf jeden Fall auch verkaufen. So, jetzt können wir aber Purchase Recruit machen. Ach, 10. 10 neue Rekruten, das wird schrecklich. Achso, not enough store. Ah. Offensichtlich haben wir die schon neu gekauft. Dann Rocket Launcher kaufen. Oh. Kein Platz mehr. Hm. Okay. Dabei haben wir eh schon Sachen verkauft. Wie schaut das aus? Wo sind denn die? Ach, Base Information, glaube ich, steht das. Hundert Prozent belegt von den Stores. Na super. Okay, wie lange dauert denn das noch? 16 Runden? 16 Tage. Das aus. Die zwei wären super, wenn wir die schon hätten. Ich bin
würde mich ganz gerne lebende Aliens fangen. Na gut, Hauen wir mal alles rein, was reinpasst. Der ist wieder gesund und munter. Noch ein paar Gesunde, die verletzt waren. Ah, wir haben 14 drinnen. Na gut. Der Sergeant geht immer weiter hinten hin und der Captain noch weiter hinten. Rookies kommen weiter vor allem wenn sie gar nichts können. Du bist nur stark, du stehst ganz vorne. Du bist auch nur stark, du stehst auch ganz vorne. Du bist auch stark, nur du stehst auch ganz vorne. So, jetzt haben wir mal nur die Starken vorn. Die halten vielleicht auch ein bisschen besser was aus. Okay. Die zwei haben eine Personal Armor. Und zu den Soldiers rein. Schauen wir mal, die Squad ist. Antje van Dijk. Nein. Du kriegst keine Rüstung. Nein, wir haben keine Rüstung. Verdammt, die Rüstungen sind. Was ist. Ah, Sack rauswerfen. Das ist ja schrecklich. Die ganzen Rüstungen sind verschwunden. Wein. Schluchz. Nochmal 30 Rüstungen. Wir werden es auf jeden Fall brauchen. Ein kleines Raumschiff. Tja, na dann. Ein kleines. Schauen wir mal. Ach, okay. Schauen, wir haben sie noch gefunden. So, UFO abgeschossen über dem Meer. Ist mir auch recht. Dann haben wir wenigstens. Very small sogar. Intercept. Diesmal macht es so zwei, ja. Oh, das ist wirklich very small. Ich glaube, von dem bleibt gar nichts übrig. Was sind das für komische UFOs? Komisch. Na gut, vielleicht sollten wir noch einen Raum bauen. Und zwar noch so einen Lagerraum. So, schauen wir mal. Wir wollten eigentlich noch. Na, wir kaufen noch
davon was. So, okay. Hey, neue Rekruten, die schauen wir uns jetzt noch an und dann machen wir Schluss für heute. Schauen wir mal, was haben wir da? Evelyn Johnson, was kann die? Die ist auf jeden Fall brave und sie kann nicht schießen und die Strength ist über 30 immerhin. Okay, du bist auch das. Firing Accuracy ist gut. Aha. Und du bist sogar stark. Clara Galli. Auch mutig? Na gut, du musst mutig sein, wenn du hierher kommst. Wenn man bedenkt, wie viele Leute das überleben. Unsere Einsätze. Okay. Haben wir erst gesagt, 60 ist eine hohe Firing Accuracy oder 70? Ich glaube 60. Sonst hätten wir überhaupt keine. Du kannst gar nichts. Du kommst auf jeden Fall. Dabei heißt du O'Connell. Fast der richtige Name. Du kannst auch nichts. Du kannst auch nichts. Wow, na super. Oh, du kannst gut schießen. Und du bist stark. Na sehr was. Josef Sayatz. So, du hast noch keine Missionen gehabt. Ja gut, wir haben ja gesagt, die Typen stellen wir vorne hin. Eine Mission, zwei Kills. Schau an. Susanne Schmidt lebt bereits seit 4 Missionen. Bist du wahnsinnig. Die ist ja schon beinahe ein Urgestein. Michael Sjoborg, 3 Missionen. Eine Mission, noch keine. Boah, Min Seo Gyo, 6 Missionen gar. Der lebt schon lang. Und 7 Missionen, die Guadalupe Gutierrez. Das könnte natürlich auch Zufall gewesen sein, dass sie so lange überlebt hat. Und mittlerweile ist sie stark auch. Sogar die Firing Accuracy ist ein bisschen raufgegangen bei ihr. Okay. Oh. Ja, jetzt sind wir bei denen, die nicht eingeteilt sind. Dann schauen wir noch einmal ganz kurz, wenn da einige Leute rausnehmen. Ich nehme mal raus. Ich nehme mal raus. Füge mal dich und dich rein. Schauen wir mal, ob wir die vielleicht aufpäppeln können. Ah ja, stimmt, warte mal, irgendwelche Personal Armors müssen wir auch verteilen. Und zwar uns Squadis, die sehr gut sind, du zum Beispiel.
Gut, Herrschaften, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.